Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dragon's Dogma, Dark Horizon. Wir erkunden ein bisschen Grand Sorum. Schauen mal, was es hier so gibt. Bis jetzt haben wir noch nicht so viel. Gibt es denn eine Karte? Das Aquädukt. Also es wird immer alles angezeigt, was wir entdeckt haben. Da, was ist das? Der Stuhl des Wissens. Ah, okay. Kaufmannshaus, da waren wir drinnen. Verlassenhaus auch. Okay. So, auch weil ich die Ratte erschlagen habe, oder wie? 3 Punkte. Die Maus erschlagen. Nein, ist zu. Da waren wir drinnen, kommen wir mal irgendwie hoch. Wieder. Sauber lassen. Vor uns total verirren. The Scrivener at the Black Cat here can duplicate objects in your possession. What? Schwarze Katze? Wo ist eine schwarze Katze? Schreiber. Was? Wer hat das gesagt? Conversation is the heart of any bond. In time it can foster great affinity. There are troubled folk here as well. Perhaps you might speak with them. Okay. Die Residenz. Let's have a look. Ist ein Likör. Oh, sammeln. Saure Lappen. Wollstoff, Hanf. Noch mehr? Wollstoff. Gut. Ich kann durch Türen gehen. Also gibt es doch noch... In der schwarzen Katze gibt es ausgefallene Waren, die man nirgendwo sonst findet. Verlegt ihr einen wichtigen Gegenstand, könnte es sein, dass ihr ihn hier wiederfindet. In der schwarzen Katze könnt ihr auch Fälschungen von manchen Gegenständen anfertigen lassen. Die Imitate sehen zwar aus wie das Original, besitzen aber nicht dessen Kraft. Trotzdem sind sie manchmal nützlich. Hallo. You've good eyes. Clear. Truth be told, I'm envious. Most folk I see are too glass-eyed to tell an authentic piece from a crude copy. Ja. There's no challenge. Selling my, wares to you, though. I'm sure you'll find all you need. Oh, wir gucken mal. Ein Reisestein? Ein Weihrauch, ein Hack, Spatensichel, Hammer. Was habe ich alles? Spachtel, Besen, Skelettschlüssel. Sind wichtig. Lazarussteinsplitter. Oh ja, auch mal kaufen. Rasend vor Schmerz. Puh, cooles Kriegsbeil. Was ist denn rasend vor Schmerz? Wow. Schädel des Schreckens.
Flug. Xmban. Oh. Aber die Preise, Junge. Wünschelrutendorn. Wander und Hoken, der Glanz, Greifenband, Tarnbogen. Hülle der Hydra. Hülle der Hydra. Ist genauso gut wie unsere Chronometerbogen. Okay. Leuchtender Schmerz. Kämpferische Taube. Oh Gott. I'm the Queen. Chaoshelm. Altes Diadem. Ketzerkapuze. Lindwurmvisier. Ach ja. Drachenaugenklappe. Drachenpuls, Stirnreif. Ach, das habe ich doch schon neues verkauft. Eine kaminrote Jacke. Silberküras. Marshall-Armschienen. Ein Heldenwaffenrock. Okay. Chaos-Harnisch. Wow. Leibgardisten-Harnisch. Frauentracht. Ja. Hauptmannsrüstung. Wow. Die gefällt mir. Also jetzt. Ja. Eine namenlose Rüstung. Meine Güte. Ja. Das haben wir ja. Lagunenrüstung haben wir. Auch wir nicht. Aber was gibt's denn für ihn? Lagunenrüstung? Oh, gibt's für ihn auch? Die finde ich gut für ihn. Hauptmannsrüstung. Wieso kann er die anziehen? Und bei ihm ist sie im Weiß. Ich sag nichts. Monomie-Mantel. Leibgardisten-Harnisch. Marschall. Silberküras. Okay, das könnte man noch verbessern. Sieht nicht schlecht aus. Wie eine rote Jacke, die hat er jetzt da drunter. Mm. Ja. I'm sure you'll find all you need. Anytime. Ihm kann man nichts verkaufen.
Dazu aus Steinen sind hunderttätige Gegenstände, die euch selbst und jeden anderen wieder zum Leben erwecken kann. Jeden Lazarusstein ist wertvoll, die Splitter sind schwer zu finden und jeder Stein kann nur einmal eingesetzt werden. Sammelt genügend Splitter und sie werden sich von selbst zu einem kompletten Stein zusammenfügen. I've learned of this area. Okay. The dragon? Well, yes, of course I've heard the news. Okay, hallo erstmal, Fornival. But what good is it to fret over a fate that may or may not come? Okay, wenn du es denkst. Any rarities to sell? I'll pay you handsomely. Was hast du denn zu verkaufen? Goldbolt. Aha, er hat einen Reisestein. Okay. Der Pfeile, es heißt, er tötet augenblicklich Hinweis, rüstet ihr den Pfeil aus, ist er verloren, wenn ihr vom letzten Kontrollpunkt ausladet. Ich habe keine Ahnung, was er mit mir. Er hat auch Lazarussteinsplitter. Any rarities to sell? Right then. Okay, gehen wir. Hier noch rein. That ladder will see us to the roof. Aber was wollen wir auf dem Dach? Ich will nicht aufs Dach. Ich wollte mich noch hier nun durchführen. Da ist noch eine Kiste. Also schlagen können. Oh, mal wieder nichts drin ist. Mind the guards on watch, Master. They'll not suffer any untoward behavior lightly. Okay. Alle Türen sind verschlossen. Was ist das hier? Divine's Barbierladen. Aha, aha, aha. Even my kind enjoy a new coiffure from time to time. Tis a barbershop. Hallo? Welcome. The Arisen, is it? I've heard talk on the winds. Ja, hallo. Devon, if it please you. I was a doctor before taking up a barber shears. With the dragon come, I'd like to do better business playing sawbones again. Oh, well. What will it be today, hm? Wir können unser Aussehen verändern. Einfacher Stand- und Schönheitspflege extra. 3 Sterne schick. Machen wir mal. Was kann man dann bei 3 Sterne schick machen? Kosmetische Veränderung. Oh. Ah, oh. Nein, Augenbrauen kann ich die nicht bearbeiten. Ich wollte die bearbeiten. Jetzt fängt das wieder an. Ich merke schon. Augenbrauen zupfen lassen oder lassen wir so? Ach, wir lassen unsere Augenbrauen lassen wir so. Frisur. Können wir mal was anderes nehmen?
lange Haare nehmen? Ja, so. Oder. Oh, sieht bei ihr auch nicht schlecht aus. Sieht auch schick aus. Also die Unterwäsche ist von einer Mod so geschnitten. Ich glaube, als ich das Let's Play angefangen hatte, ging die Mod nicht. So, ja, so oder so. Ich möchte ja, ich mag ja gerne lange Haare. So oder so. So oder so. Ne, das ist mir zu. Ich weiß es nicht. Wir haben ja jetzt einen Friseur. Wir können ja öfters mal zum Friseur gehen. Die sind halt einfach geglättet. Die sind ein bisschen wirr. Okay. Haarfarbe. Können wir auch mal ein bisschen ändern. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir denn für eine Haarfarbe eigentlich? Nochmal herkommen. Wir haben so. Okay, Moment. Das ist so ein Blau-Schwarz, ne? Nur die. Dunkelfarbe. Muss natürlich dann passend sein. Dunkel. Schminke. Augenfarbe, nein, ist gut. Ich mache auch kein linkes Auge. Nein, ich finde die schön, die Augenfarbe. Warte doch. Ist natürlich noch extremer grün. Sollen wir die nehmen? Okay, Make-up habe ich Nummer 5. Wäre dann auch ein bisschen mehr, aber ich denke, natürlich sah sie am besten aus. Oder ein Tattoo. Nee. Wir können ja mal. Ich denke, wir bleiben so. Weil das ist mir schon wieder alles too much. Kann mal gucken, Make-up-Farbe habe ich die. Pff.
mal kräftigen Lippenstift. Der würde besser passen. Zu den dunklen. Gucken wir gleich mal. Der wird ein bisschen dezenter. Oder so ein dezent. Oder so. Der ist zu grell. Ich würde schon fast zu dem hier tendieren. Jetzt warte doch mal. Ja. Rotfarbe. So ist dunkler oder heller. Ich weiß nicht mehr. Ein bisschen schön. Ui, das ist mir zu krank. Also ist nicht zu krank, es ist halt. Ich würde sagen, so Stimme lassen. Gut. Anpassung verlassen ohne etwas Änderung bestätigen. So. Dann hätten wir das auch. Und bei unserem Vasallen müssen wir nichts ändern. Oder soll einen anderen Haarschnitt kriegen? Wir können mal reinschauen. Aber nein. Obwohl, da war ein Haarschnitt, der war auch nicht schlecht. Even my kind enjoy a new coiffure from time to time. If you permit me saying. Moment, ich. Es laufen mir doch nicht alle hier rum. Machen wir mal ein Foto. So unscharf. Irgendwie gefallen mir die Haare aber jetzt nicht. Okay. Nochmal ansprechen. Talk is. You're fast, right? You'll be needing a... What will it be today? Einfacher Haarschnitt. Geben wir Geld aus beim Friseur. Na komm. Ich nehme die glatten. Mir gefällt das doch nicht so, dieses. Die nehmen wir. Fertig. Okay. Wir können ja kurz bei Sandro vorbeigucken. Und dann beende ich auch erstmal den Part. Im nächsten Part. Schauen wir dann, dass wir mal die Vasallengilde finden. Genau. Das machen wir. Irgendwo westliches Tor oder so hieß es. Huch. Done. Hm. Tis a barbershop. Even my kind enjoy a new coiffure from time to time. Patience. Ja. Ist okay so. Machen wir mal lange Haare. Irgendwann machen wir auch mal den Zopf, der war auch nicht so schlecht. Okay, Talk is. You'll be neat. What will it be today? Einfacher Haarschnitt. Er braucht einen Haarschnitt nur. Wenn überhaupt. Ich wollte nur mal gucken, wie er damit aussieht. Der ist mir vorher nämlich nicht aufgefallen, der Haarschnitt. Oh, ich bin müde. So, was? Erinnert mich an Resident Evil Leon, oder wie der heißt, Leon.
Nee. Das gefällt mir nicht. Das würde noch gehen. Jetzt kommt, nee. Ich denke, wir bleiben bei der Frisur, die war jetzt bis jetzt am besten. Auch nicht schlecht. Der Zopf würde ihm auch noch stehen. Das ginge auch noch, wenn ich ehrlich bin. Ist auch nicht schlecht. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Das ist ja... Die Frisur ist ja vom Standard-Dingen. Aber passt auch zu ihm. Ach, ihr könnt ja sagen, ob wir ihn so lassen oder nicht. Und... Dann können wir ja nochmal hier hingehen. Schreibt's mir in die Kommentare. Neuer Haarschnitt. Und ihr habt ja ungefähr die Nummern gesehen. Könnt ihr ja nochmal nachschauen, welche Nummer. Dann können wir das ja nochmal machen. Also Glatze mag ich nicht so. Oder Irokesen, da bin ich viel zu alt. Das war eine 80er-Hip. Okay. The shop will see to your hair. Should you be of a mind to have ihr Lieben, ich würde sagen, wir beenden den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Ich weiß nicht, was Sie für Probleme haben, ewig. Kommentar, Tipps und Tricks, wie immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.